Günstige FIFA 15 Ultimate Team Coins findest du bei meinem Partner MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, weiter geht's mit der 18. Folge der FIFA 15 Pack Openings. Und ihr habt zum letzten Part mitbekommen, es war wirklich nichts drin. Ich glaube, bisher das schlechteste Pack Opening ever. Es war kein einziger Spieler drin, der über Abschlusswert irgendwie weggegangen ist. Sprich, vorhin, was waren es insgesamt? 12, 13 Packs, ich habe nicht mitgezählt, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Also über 100.000 Coins, die wir ausgegeben haben, oder knapp 100k. Und es war nichts drin. Hier ist nochmal das Team of the Week rund um Josip Drimmitsch. Das ist ja so das Ziel des dieswöchigen Pack Openings, wenn man so sagen kann, in diesen zwei Parts im Team of the Week 12, den hier zu ziehen. Josip Drimmitsch, der Ex-Klubberer Drimmitsch, Weg zum Star. Ich denke, der ein oder andere kennt die Serie noch, der schon zumindest ein klein wenig länger dabei ist, aber so lange muss er gar nicht dabei gewesen sein. Die ist ja noch in Anführungszeichen relativ neu. Gehen wir's an, Freunde, machen wir die ersten Packs auf. Ich setze mich gescheit hin. Hatten ja im letzten Pack, wie gesagt, so dermaßen Unglück. Und Iturraspe ist schon fast besser. Das Pack ist jetzt schon fast besser wie das komplette letzte. Da hat man, glaube ich, mit Fazio, wenn mich nicht alles täuscht, war der beste Mann. Der war noch selten, hatte auch eine 80, aber sonst war da nichts drin. Das war unfassbar. Von dem her drückt die Daumen, dass wir da heute ein bisschen mehr Glück haben. Lionel Messi, der Recordbreaker, gibt es leider nicht mehr auf dem Markt, aber vielleicht ist irgendwas anderes Gutes drin. Wir haben Insua, Außenverteidiger von, woher? Rayo Vallecano oder Vallecano, der Argentinier, noch dazu Umiti. Oder Umtiti, so heißt das. Umtiti, der Gute. So, und den Rest stoßen wir ab. Aber ich will mich noch nicht beschweren, Freunde. Wir dürfen nicht meckern, ne? Wir dürfen nicht meckern, denn wenn wir meckern, wird schlechter. Wir sagen einfach, Mensch, danke EA, dass ihr uns jetzt dieses geile Pack gibt. Rondon, das ist doch schon mal zumindest ein Anfang, Freunde. 80er Pace, 80er Schuss, 80er Physis, 74er Dribbling. Schauen wir mal, ob der was wert ist, aber den sieht man auch so dermaßen oft. Ja, aber der geht zumindest ein bisschen was. Ja, 800 war da was. Aber zumindest knapp über Abschlusspreis. Zumindest knapp drüber. Immerhin schon mal was. Da die Guadalajara-Trikots. Die können wir sogar mal aktivieren, würde ich sagen. Die sehen doch ziemlich nice aus. So, mit der Bimbo-Werbung. Die weltbekannten. Die sehen so Jeans-graumäßig aus. Sehr, sehr schön. Die werden wir gleich mal benutzen. So, nächstes Pack. Äuglein zu. Äuglein zu. Guter Spieler drin. Wen haben wir? Wen haben wir drin, Freunde? Daumen drücken. Momentan ja eh so die Wochen der Pack-Openings auf meinem Kanal und wir schauen rein und wir haben Snyder, 84er Snyder, da geht zwar auch nicht für wirklich viel, aber zumindest mal ein Mann, den wir gebrauchen können, den stelle ich doch jetzt mal drauf, komm, dass ich mal wieder so das Gefühl bekomme, jemanden auf die Transferliste zu stellen, unglaublich, so, nee, die Wochen der Pack-Openings, wenn man so will, mit den ganzen Adventskalendern, mit den Pack-Openings hier, dann gab es ja letzte Woche, ich glaube, 3 plus den Livestream wegen Recordbreaker Messi und vieles, vieles mehr. Also da bekommt er momentan richtig was geboten und wir schauen mal rein und wir haben Caicedo, Neustädter und Garcia, der Mann von Zenit St. Petersburg. Boah, wir haben kein Glück, so die letzten, wenn man das letzte Pack-Opening mitnimmt, die letzten bestimmt, ja, knapp 20 Packs, nichts Gutes bis auf Snyder, Fazio. Und mit dann wird es gerade noch Rondon. Das waren die drei besten aus 20 Packs. Und Sam, Sydney, Sam und Coleman. Oh, Coleman, das ist geil. Coleman ist geil, denn relativ bald wird er wieder, ich weiß gar nicht, wann St. Patrick's Day ist, aber den können wir da auf jeden Fall verkaufen. Ist ein Irre, sehr, sehr nice. Ja, und Sydney, Sam, auch der wird für ein bisschen was gehen. 90er Pace, der Mann ist doch ein wenig wert. Den werde ich gleich mal für 650 draufstellen. Und natürlich die Legende schlechthin. Raphael Schäfer, Freunde, richtig nice. 76er, ja, Gesamtbewertung. Ich habe es ja schon im letzten Part angesprochen. Ich habe bisher noch keinen Clubspieler gespielt. Sprich, ja, ich bin mal gespannt, wann wir das machen. Vielleicht in irgendeinem Livestream habe ich auch angesprochen. Und jetzt werden wir mal überspringen in 3, 2, 1. Und wir haben Leonardo. 5 Sterne Skiller. Nein, 4 Sterne. Können wir auch mal schauen, vielleicht ist der ein bisschen was wert. Aber der spielt irgendwo in China, glaube ich. Also der wird eher weniger was wert sein. So schaut's aus. Den werde ich, glaube ich, mal abstoßen einfach. Ab der Fisch, ab der Leonardo. Und wir machen ein Nosepack auf. Kommt schon. Es muss doch jetzt mal irgendwas Gutes drin sein. Snyder 84. Und jetzt 87. 81 Luisao. Aber 39er Pace. Osman noch. Oder Osman von Everton. Douglas noch mit am Start. Maurizio Luisao. Schau ich das an. 39er Pace. Ich meine, 84er Defensive. 75er Physis ist nicht schlecht. Aber mit dem Pace, da kommst du im wahrsten Sinne des Wortes nicht weit, Freunde. Der verhungert irgendwann. So, wir machen noch ein paar Packs auf heute an diesem Sonntag am... Was ist es denn? Am 2. Advent. Ich dachte, es ist der 3. Nee, am 2. Advent und wir haben Saul. Better Call Saul, ne? Ihr kennt noch von Breaking Bad, aber das ist er nicht. Das sieht ein bisschen anders aus. So, werden wir mal erstmal abstoßen. Auch das ist nichts Gutes. Auch das ist beschissen. Nächstes Pack, Freunde. Eden Hazard. Vorne drauf.
Bitte, bitte, bitte. Meirelles, Boruk und Oskar. Alles Duplikate, sprich alle Spieler, die wir schon haben. Menno, ey, das gibt's echt nicht. So, wir machen jetzt ein besonderes Pack auf. Was habe ich denn hier rumliegen? Was habe ich rumliegen? Oh, ich habe eine gute Idee. Hab ich mir gegönnt, Freunde. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wer von euch das auch anguckt. Und zwar... Pass auf, es kommt jetzt noch von unten. The Walking Dead, Uncut, vierte Staffel. Jetzt habe ich die erste, die zweite liegen allerdings drüben. Und die vierte, da bin ich gerade am gucken, bin schon fast durch. Und dann kommt ja hoffentlich relativ bald die fünfte. So, wen haben wir denn da? Der Rick, gibt es irgendeinen guten Spieler, der Rick heißt? Rick Demichelis. Ne, haben wir keinen guten. Maresca noch gezogen. Jas am Start, Zentürk oder Zentürk, Gorini und die Köln-Trikots. Ich bin langsam am Verzweifeln. Was mache ich falsch, dass wir keinen guten Spieler ziehen? Wie gesagt, letztes Back-Opening am Freitag. Beschissen, miserabel, schlecht. Aber das noch besser. Obwohl wir heute auch nichts Gutes ziehen. Aber wir haben Shahin. Wir haben Shahin. Bayer noch, weil der ist ja schon mal rein. Shahin, 55er Pace. Ist ein bisschen low, ein bisschen wenig. Aber der Jutemann geht für ein bisschen was. Klopp ich doch mal für 6,50 drauf. Zumindest jetzt schon mal der zweite, den man da draufstellen kann. Navas noch, der Keeper. Slutsky, der Trainer aus Russland. Und den Rest können wir abstoßen. Freunde, so, komm, wir machen nochmal Nosepack. Zack, mit David Alaba. Alaba bisher noch nicht gezogen, wäre auch eine Option. In FIFA 15 sicherlich kein schlechter auf der Außenverteidigerposition. Wir haben Ramos! Wir haben Ramos, Freunde. Hab ich das nicht angesprochen? Adrian Ramos, sehr, sehr nice. Haben wir gezogen. Also, der geht zumindest für ein bisschen was. Haben wir als Duplikat, auch den stelle ich für 650 drauf. Muss man so sagen, rein vom Preis her gesehen, wahrscheinlich der beste Stand jetzt. In dieser und in der letzten Folge. Und wir haben Schalik oder Saklik vom SC Paderborn. Auch sehr nice, oder? Sehr, sehr nice. Da kommen so ein bisschen FM-Zeiten auf, auch wenn wir den nie gekauft haben. Aber ich weiß nicht, warum ich da gerade dran denken muss. Der gute alte Fußballmanager, da möchte ich übrigens auch mal so einen Retro, in Anführungszeichen Retro, Back to the Roots Stream machen, wo wir mal so 3, 4, 5 Stündchen am Stück den Fußballmanager zocken. Hätte ich mal riesig Bock drauf. Werden wir mal schauen, wie wir das Ganze angehen. Und natürlich auch den 50.000er Abonnenten-Special-Stream wird es auch bald geben. Hab da ein paar Ideen, muss nur gucken, wie es zeitlich passt. Ist eigentlich fast nur noch nächste Woche so wirklich möglich, ne? Weil dann ist Weihnachten und so. Mal gucken. So, wir haben Nani gezogen. Auch der ist doch gar nicht so schlecht. Nani Vargas auch noch mit am Start. Schauen wir doch mal schnell rein, was der Kollege wert ist. So, 1,5. Ja, ja. Stellen wir mal für 6,50 drauf. Und dann würde ich sagen, machen wir das letzte Pack für heute auf. In dieser 18. Folge von den FIFA 15 Pack Openings haben wieder einiges investiert. Bisher nichts Gutes gezogen. Von dem her, wie machen wir das letzte auf? Komm, ich habe hier, was habe ich rumliegen? Handy, ein bisschen einfach. Geldbeutel, Batterien. Aber wir machen die mit den Controller. Batterien, das sind meine allerersten Batterien, die ich gebraucht habe. Weil das so rum, sieht man sie besser vielleicht. Die habe ich gebraucht und dann, also das waren die ersten im Controller. Und jetzt habe ich erst die zweiten in dem Xbox-Controller. Wir machen einfach mit dem das auf, Freunde. So, zack. Nicht lang rumquatschen. Oh, ich habe schon aufgemacht. Wie auch immer ich das jetzt geschafft habe, einfach mit blöd draufhämmern. Das kann nur Glück bringen und wir haben Castro, das bringt kein Glück. Und in dem Sinn, Robles, woher kenne ich denn den? Louis heißt er genau. Wo hat denn der vorher gespielt? Freiburg? Nee, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht, aber wir haben auf jeden Fall nichts Gutes gezogen. Manolas mal wieder mit im Pack und in dem Sinn verabschiede ich mich mit einem letzten Pack. Macht's gut, genießt den Tag, genießt den Sonntag. Ich wünsche euch einen schönen Start morgen wieder in die Woche. Ich bin erstmal raus, wir haben Varela, unglaublich. Und schon Anthony Brooks, immerhin. Und schon Anthony Brooks, aber gut, auch nicht wirklich viel wert. Macht's gut, genießt den Tag, ich bin raus. Euer Badeschlappen und ciao.